Super, dort noch ein paar Steinchen. Jetzt aber keine Ausreden mehr. Und jetzt wäre ich auch noch müde, also geht mal pennen. Passt ja auch, gleich fängt ja die nächste Predigt an. Oops.
Gut, dann auf zur Predigt. Wird schon schief gehen. Ich würde gern ein paar Worte sagen. Unsere Kirche ist klasse. Und jetzt lasset uns um diesen Segen beten. Wahrscheinlich so um 11 Tauben. Ja, Spenden sind immer willkommen. Ja, da hättet ihr auch etwas mehr Glauben da lassen können, ihr Geizkram. Oh Mann, ey. Ja, ich muss die Kirche mal langsam etwas aufwerten. Jo. Ich meine, die bringt doch schon reichlich gut Geld ein, aber... Ja. Gucken, was brauche ich denn noch? Aha, ich brauche noch Holzbalken. Ich hatte mich gerade wie ein Föhn angehört. Ich föhne das Holz. Nun bin ich auch wieder da. Super. Habe ich schon ganz allein gefühlt. Mats kann das Holz föhnen statt Segen. Na gut, bis nach See gehört sie wirklich an. Okay, hast du ja. Ja. Dann verbessern wir auch endlich mal die Kirche. Da müssen wir mit Schwesterchen schimpfen, sie hat den Gottesdienst verpasst. Hm? Wer hat mich verpasst? Den Gottesdienst. Gottesdienst. Oh, das tut mir aber leid. Ja. Wahrscheinlich wirst du auch gleich vom Blitz getroffen. Ja, hoffentlich. Haha. Feiert. Na, das sieht doch jetzt schick aus. Ja, viel schöner. Mal gucken, was kann ich noch so Feines machen. Erstmal nichts scheinbar. Gut. Für nächstes Mal sind sie fertig. Weihrauch, aha. Du bist gut, wa?
Stefan? Ja? Sieht es auch schon was ein, Stefan? Mhm. Jetzt fühlen wir uns alle erfrischt. Gut. Ach, das Eisen ist fertig. Schön. Kaum erwarten, bis alles monetarisiert wird hier. Wunderbar. Ich brauche dringend mehr bessere Zombies. Los, leg los, Kumpel. Ein bisschen flotter, wenn ich bitten darf. Ach, bis der fertig ist, habe ich locker einen Bratapfel wieder gemacht. Die ersten Trauben sind fertig. Yay. Jetzt gibt's Wein? Ah, ich müsste noch eine Presse haben. Ach so. Und selber gucken? So, ich hab einen Kuchen. Kiste. Oh Gott, was ich dafür alles bräuchte. Oh, Matschen. Ja, ich müsste wahrscheinlich erst noch lernen, wie man die Presse baut. Ja. Dann kann ich Wein machen. Krankenpresse, da haben wir es doch. Aha. Auch noch einfache Eisenstücke für die Kiste. Aha. Ah, das ist die Rankenpresse. Da brauche ich noch Steine für. Okay. Dann holen wir sie uns doch einfach mal. Thank you.
was arbeite. Henne. Wofür bezahle ich dich eigentlich? Ach, hier ist es ja, die Rankenpresse. Kann ich theoretisch Wein machen. Klasse. Ich nehme den Spaß. Ich nehme dich wieder mit, Junge. Du scheinst deinen Job nicht zu machen. Okay, scheint nicht genug Trauben zu haben. Geil. Aber wir sind genug Traubenkerne bekommen, um noch einmal einzusehen. So. Ich glaube, ich habe eine Idee, was ich mit ihm mache. Was? Ich muss mal testen, ob er vielleicht automatisch Steine für mich abbaut. Nee, macht er nicht. Ist ja noch zu retten. Ja. Ich schleppe mitten in der Nacht einen Zombie mit mir rum. Fällt auch keinem auf. Ja, ist ja auch keiner hier. Ja. Mal gucken. Hat er doch um Lust mit der Hexerei angeklagt. Ist ja nichts Neues. Da kann ich ein Audio abladen. Hey. Okay. Schauen wir, was kann ich hier denn so Feines machen? Auch eine Transportstation, ne? Die brauche ich gerade nicht. Es sei denn, er transportiert den Zombie für mich.
muss ich wahrscheinlich erstmal freischalten. Das ist bestimmt der reichste Zombie aller Zeiten, ohne einen Schritt zu tun. Yep. Langsam werden auch meine Arme müde. Ich wollte gerade fragen, wie geht's deinen Armen? Ja, du bleibst dann hier erstmal bei der Kreissäge. Aber nicht lachend reinspringen. Ah. Ach, die Karotten sind fertig, ist wunderbar. Gleich neu einbauen. Zombie-Farm, da brauchen wir Holzplanken und Nägel, alles klar. Holzplanken. Lololo. Müde. Yep. Na, was soll's. Wir können ja pennen. Oder auch nicht. Bratäpfel! Immer dieses Doping. Tja. Schön. Gut, Kreissägen, Timmy, du hast jetzt deinen Job. Jetzt brauchen wir nur noch wieder ein bisschen Samen für den. Einfach mal nachts mit ein Stück Stein spazieren gehen, macht doch jeder. Vor allem ein Stück Stein, das gefühlt so groß und so schwer ist wie du selber. Ach komm, ich hab Muckis. Ey, verpisst euch! Ich hab kein Blut. Oh nein, nicht mehr. Ja,
Daneben, daneben. So, du machst ihn jetzt klein für mich, danke. Erstmal schlafen. Schön, dass du dich erfrischt fühlst. So, ich habe nicht genug Karotten. Können noch eine Weile brauchen. Riesige Felder. Yep. Ja, da sollte man besser nicht reingehen, sonst wird man von Werbung angegriffen. Ich gratuliere, eine neue Kirche ist eine ziemlich große Sache für unser Dorf. Bald brauche ich neue Zimmer und Tische. Schön zu wissen. Ich habe wieder ein paar Bestattungsurkunden, mein kleiner Freund. Oh, mal gucken. Hier geht ja auch ein Vampir um. Schauen wir mal. Reden Sie mit meinem Ehemann. Er hat ja das Sagen. Okay. Über den Vampir. Kette, könntest du mir was über den Vampir erzählen? Nein, das kann ich nicht. Ich werde kein weiteres Wort mehr sagen, bis Boradrick sich für sein abscheuliches Verhalten entschuldigt. Okay, ich werde mit ihm reden.